Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Olympischen Freedom Squad Spiele in Tokio zusammen mit Maudano für Japan. Japan. Zombie für Griechenland. Griechenland. Und German Let's Play für die Schweiz. Witz. Meine Damen und Herren, heute ist der Tag der Revanche. Denn direkt am Anfang geben wir uns gegenseitig wieder saftig auf die Fresse. Es wird geboxt. Okay. Und wir werden einen neuen Spielmodus testen. Und zwar, okay, das wird interessant. Paletto und Maudano als Boxing-Team gegen German Let's Play und Zombie. Hat er diesmal einen Controller? Ich habe ihn. Ich bin mal gespannt. Heute werden wir nämlich 4x100 Meter Staffel laufen. Yes, hab ich gesehen, das haben wir noch nicht gemacht. Nee, das haben wir noch nicht gemacht. Und jetzt werden sich 4 YouTuber erstmal gegenseitig auf die Schnauze hauen. Oh, Alter. Oh mein Gott. Er ist einfach ein freaking Roboter. Ja, was soll ich denn gegen den Roboter an? Also, und ich bin einfach nur ich. Lau. So, Robomani. Boxing. Basak. Oh, wie macht man denn Deckung? Mach mal beide Schilder, das ist LB war, glaube ich, Deckung. Man hat's gefunden. Ah ja, wie? Ja, rechts. Wie geht der super stark? LB und dann. Ah. Oh, Scheiße! Und Oh, da ist er down. Scheiße. Das war nicht gut. Reingetreten. Das war nicht gut. Aber das habe ich doch. Roboter. Das habe ich doch. Runde 2. RT, warte mal. RB. Ja. Ey, ich kann es nicht los. Du kannst den Superschlag auch früher machen, Mann. Yeah. Oh, ich hab abgewehrt, ich hab geblockt. Nein! Oh, perfekt. Ey, am Boden? Was für am Boden? Ich bin doch. Rück, schneller! Ja, wohin? Ich beweg doch! 5, 6. Oh, guck mal, der wurde gut geschossen. Was ist das denn für eine Steuerung gewesen? Die war vorher aber nicht so. Ja! Alter, der hat gesessen. 3, 2, 1, 0. Zack. Okay, die erste Runde ging irgendwie an Manu, die zweite an Paluten. Schwierig. Aber ich habe ihn aber sehr oft auch getroffen in der zweiten. Ich weiß nicht, ob das nicht auch gut zählt. Oh. Alter, warum er immer so... Aufstehen. Du hast das Paletto. Ja, guck, sein Balken ist jetzt gerade blau, deswegen geht's bei ihm schneller. Er hätte dir irgendwie einen roten Balken gemacht. Ja. Paluten, gib's ihm zurück mit dem Megaschlag. Du bist so losgelegt am Anfang, Manu. Ja, ich mag's halt nicht, ihn zu hauen. Der kann doch nichts, der Arme. Er macht meinen Special-Schlag nicht, wenn ich LB und runter drücke. Ach, das war schon. Scheiße, hat Manuel gewonnen. Oh, nur 2 Punkte. Alter, 2, Alter. Komm, Maudado, hau ihm in die Fresse. Enttäusch mich nicht. Ich bin gegen Gewalt, aber das ist ein sportlicher Wettkampf und da kann man ruhig schon mal sagen, hau ihm in die Fresse. Ja, sehr gut, Maudado. Schön! Wie haust du denn so schnell? Hallo? Mach doch was! Mach du doch was! Oh, sehr gut, Maudado! Oh. Und ins Gesicht? Was soll denn das? Spuck ihn mal richtig an! Spuck ihn mal richtig an! Bam! Schöne... Ja, wieder gut! Er blockt dich. Auch mal ruhig in die Weichteile! Auch ruhig den Stick mal nach unten drücken! Maudado blockt einfach nur, bis er einen perfekten Block bekommt! Ja, das funktioniert! Das nennt sich Taktik, Zombie! Hey, nicht unten reinschlagen, das ist illegal. Du musst auch mal die dicken Schläge machen. Nein, Zombie, bitte. Oh, sehr guter Schlag. Das hast du gut gemacht. Ich würde jetzt denken, das die erste Runde ging an dich, Maudado. Auf jeden Fall. Runde 2. Hallo, nein. Oder? Manu ist auf mein Team. Sehr gut. Ja, aber er blockt dich die ganze Zeit und schlägt dich. Also. Oh, das war ein guter Gegenschlag. Ich drück durch die Deckung. Oh mein Gott, nein, bitte mach doch was. Tu's jetzt, Zombie. Oh, sehr gut. Oh, nochmal schön in den Bauch. Oh, vorsichtig, Maudado. Oh, viele Körpertreffer. Er hat gleich seinen Special-Schlag. Du musst aufpassen, Maudado. Vorsichtig. Er hat schon lange den Special-Schlag, oder nicht? Ja, ich drück ihn auch die ganze Zeit und macht nichts. Nein. Ja, genau, er macht dann. Ja, sehr gut. Am Boden, Maudado. Du bist die neue Boxhoffnung. Auf, Zombie. So war es nicht gemeint. Was soll ich machen? Sehr gut, Maudado. Mach ihn kaputt. Ja, schöne Treffer. Oh, da hast du jetzt einen Gegenschlag. Oh, guter Gegenschlag. jetzt geht's in Maudado. Du musst aufpassen. Genau, weit aus. Sonst kassierst du zu viel. Oh, gut. Ah, schöner Schlag. Oh nein. Alter Zombie, der kassiert. Nein. Hallo? Ich weiß, aber der Schlag geht halt einfach bei mir nicht. Drück einfach alle Schultertasten jetzt gleich. Drück einfach alle Schultertasten und dann die Richtung. Oh, vielleicht geht er K.O. Ja, nee. 4, 5, 6, wie man es hört. Das wird gemashing. Oh mein Gott. Ja. Alter. Nein. Okay. Maudado, Vorsicht. Alter. Oh Gott. Alter, was ist das für ein Schlag? Oh ja. Der Neckbreaker. Muss ich machen? A oder?
Ah, du musst die so wibbeln. Wibbel, du musst jetzt noch mal 30 Sekunden durchhalten. Genau. Oh, Vorsicht. Einfach geblockt. Nochmal die 3 Sekunden. Halt nochmal die. Ja. Oh ja. Ja, okay. Komm. Jetzt bin ich gewonnen. Die Runde hat er aber gewonnen. Wahrscheinlich aber trotzdem auch trotzdem ist Maudado. Ich weiß nicht, wie die Punkte. Was? Wie werden die Punkte berechnet? Das ist doch was? Das ist bescheuert. Das ist der komplette Betrug. Berechnet. Ich verstehe es nicht. Was wird man hat richtig auf Maul bekommen. Ist sogar oft hingefallen. Maudado hatte immer Ausdauer und trotzdem ist das. Das ist das. Hier kommt mal Maudado doch ein öfter getroffen. 12 perfekte Blocks gehabt. Mich zweimal zu Boden gehauen, aber das Spiel ist egal. Das ist beschiss. Gute Spiel. Also, Herr Schiedsrichter. Das ist der Programmierer. Es ist einfach fair. Maudado hat das ganze Spiel nur geblockt. Hat er verdient. Ja. Ich hab doch auch geschlagen. Eben, Maudado hat Treffer ohne Ende gelandet. Nee, ich hab keinen einzigen Treffer keinen gesehen. Sinn. Das ist ein Skandal. Da werde ich bis nach ganz oben gehen. Aber tatsächlich habe ich gestern eine Dokumentation gesehen oder so einen Bericht darüber, dass der Boxverband in Olympia total korrupt ist und dass da irgendwie die Leute sich die Taschen voll machen. Ja, wie überall im Sport. Okay. Sag mal, wenn du gleich fertig siehst, ne, dann drück LT, den hinteren Stick links. Okay. Das ist nämlich so eine Art Superstart, stand da. Was? Ah, du fängst ja an. Ah, Superstart, ja, ich sehe es. Jetzt ist es weg gewesen. Ja, super. Ah, oh, okay. Also es ist wie bei den alten Olympischen Spielen, dass man Bereich halten muss. Und was muss ich zur Annahme machen? Zu früh. Ah, ich verstehe es. Ich habe etwas zu spät, jetzt bist du da. Ja, okay. Oh, Maudado. In der Mitte, immer schön, ja, genau. Bisschen zu spät, aber... Oh, das war perfekt. Ah, das hat uns... Ah, ja. Oh, perfektes Timing, Maudado, jetzt! Aber ich glaube, die haben gewonnen. Zieh durch. Lauf weiter. Zieh. Ja. Oh, du hast ja aber ganz schön verändert. Ich kann das nicht. Es tut mir leid. Ich bin Holly geworden. Ja, wie viel da sind wir denn? Stimmt, ja. Jetzt weiter. Stimmt bei mir. Ja, aber waren die anderen vor uns? Glaub schon. Ich bin mir auch nicht sicher. Ah, also doch, er ist der Schweizer, erste, ja. Ich war ein ziemlich schneller Junge. Ah, scheiße. Ja, das war auch, deswegen konnte ich bei den anderen Olympischen Spielen das auch nicht. Ich kann das nicht halten im Innenbereich. Ja, ist egal. Wir sind ein Team, wir liegen jetzt 4 Punkte zurück. Ja, holen wir noch. Gut gemacht, Manu, nur Gold für uns. Holen wir beim Tischtennis. Wie beim letzten Mal. Oh nein, ja, Manu, jeden zweiten Schlag kann ich immer noch verkacken. Du musst bei jedem ersten Schlag gewinnen. Ja. Der Roboter. Als erstes Manuel. Und bin ich. Oh, ich bin auch als erstes. Oh, warum denn gegen Manuel? Immer wenn es rosa ist. Ja. Oh. Es wird knapp. Ah, nein. Es wird knapp. Nein. Oh, es war so. Alter, als ob. Ey, mein Geräusch ist ja so hot. Das Blöde das war, dieses Rosane, immer aufs Rosane, was Tom mir gesagt hat, mich so verwirrt. Ich hätte mich auch. Mich hat das voll gebremst. Ja, das Blaue macht oftmals, bringt es viel mehr, finde ich, weil man viel schneller ist. Ja, wenn man das Rosane schnell öfter hintereinander schafft, dann ist man halt schneller. Oh, im Anzug klettert sich aber so schlecht. Ja, das ist unfair. Handicap. Und deine Schuhe sind auch richtig schlecht. Ja, die rutschen halt so ein bisschen. Los! Oh nein. Oh ja. Maudado, du kleiner Kletteraffe. Du machst das. Weiter klettern. Oh, die sind sehr gut. Oh nein. Komm weiter. Ich durfte schon wieder drücken. Ich hab's nicht gecheckt. Let's go! Du wartest bei ihm was? Richtig. Also ich spamme da die ganze Zeit. Ja, ich dachte, weil er gestolpert ist, muss ich warten, bis er sich wieder fängt oder so. Einfach alles spammen. Noch mehr Spam einfach. Richtig gut. Und wer ist jetzt unentschieden? Ich denk mal schon, ja. Oder geht's nach Zeiten? Oh, das wäre geil. Oh, ja, weil ich glaube, du warst richtig schnell teilweise. Nö, wir sind da was selber. Okay, unentschieden quasi. Unentschieden. Sehr gut gemacht, Maudado. Sehr, sehr gut. Jetzt ist die Frage, was kommt denn noch für ein Spiel? Nur noch Tischtennis oder was? Nee, weil sonst wäre, glaube ich. Ja, weil sonst wäre schon vorbei. Wenn jetzt nur Tischtennis kommen würde, da können wir ja nur maximal 2 Punkte holen. Also, wenn wir das Match jetzt verlieren, dann könnten wir draußen sein. Scheiße. Der Newcomer schlägt. Du bist drauf. Ja? Gut gemacht, Manu. Ja. Das Manu-Glück schlägt wieder zu. Ach, komm. Ja, gut gemacht, Manu. Let's go. Okay. So, du bist jetzt der Rückschläger. Du musst. Hey. Ja. Oh, Manu.
Der ist böse, Dennis Gott. Mann, Dado, wir dürfen ihn nicht verkacken. Ich hab keine Ahnung. Ich drück nicht weiter, ich will den Schlag nochmal sehen. Ja, das war, weil ich den zu spät. Ich glaube, er konnte den nur machen, weil wir so eine leichte Rückgabe hatten. So, du bist der Rückschläger. Hat das was mit Timing zu tun? Muss es doch, oder? Zack! Ja, der gute. Verdammt. Jetzt Aufholjagd. Team Paldado. Okay, ich platziere mich jetzt eher in der Mitte, damit sowas nicht mehr passiert. Jetzt bist du. Jetzt bin ich. Jetzt bist du. Ja, let's go! Ja, was eine Enttäuschung. Da links ist echt meine Schwäche. Ja, wir spielen immer danach links. Da spielt er schon wieder in die Richtung, der kleine Frechdachs. Schon wieder. Ja, sehr gut. Oh, Dado, du kleine Süße. Was für einen Winkel darf man denn bitte schlagen? Ja, das ist echt krass. Der hat fast den Schiedsrichter da drüben getroffen. In diese Scheißrichtung. Können wir bitte woanders hinschlagen? Ich hasse diese Ecke. Hier dein Ball. Ey. Jawoll, Baudano! Das werden wir so verlieren. Wir werden das so verlieren. Wir brauchen doch unsere Punkte. Oh, nice. Was ein Schlag. Oh ja. Wie kannst du denn beim Aufschlag an die vorbei? Ich hab den keine Ahnung. Ich schieß vor allem voll in deren Richtung. Ja, der hat mich schon wieder getroffen. Ich hätte gar nicht die Möglichkeit zu schlagen. Warum ist das erlaubt? Für mich ist das illegal. Nein! Ja, das war aber richtig gut. Die Tischtennis-Legende German Let's Play Boden wurde geschlagen von einer Ratte und einem Disney-Charakter. Ich glaube, es liegt an mir. Das ist keine Ratte, das ist eine Maus. Das war die größte Demütigung meines Lebens. Das war aber ein sehr geiles Comeback auch. Das war schon ganz krass. Was kommt jetzt? Ich weiß es selber nicht mehr. Nochmal klettern? Nein. Dann müssen wir beide gewinnen. Wir müssen beide gewinnen, damit es unentschieden ist. Ist das dasselbe? Ja. Nein, oder? Doppelklettern, Finale. Ja, zum Beispiel einfach Spam. Ja, beim letzten Mal war es richtig knapp zwischen uns. Jetzt macht Manu aber seine Taktik wieder. Ja, ich benutze jetzt beide Tasten. Da gibt's gar nichts mehr. Konzentration. Okay. Einfach aufgeben. Der Airtram Let's Play in Führung. Er ist eine absolute Kletterratte, hat aber die Richtung verfehlt. Verluten holt langsam. Der Abstand wird größer. Wird er noch aufholen können? Ja, beide Tasten sind besser. Ah, Mist. Was, beide Tasten sind besser? Ich drück beide in die jeweilige Richtung. Das ist irgendwie echt viel schneller, ja. Ey, du warst auch super schnell. Ja, obwohl ich eigentlich immer, ja, das ja, ist zu mir leid, Maudado. Nee, alles gut. Ja, euer Rekord legt sich verloten. Ihr könnt nicht mehr gewinnen, ne? Ja, aber ist ja trotzdem wieder so. Demütige die jetzt. Nimm auch beide Tasten. Okay, weil hier bei dem blöden Boxspiel, Alter, wo Maudado und Tommy auf die Fresse gehauen hat. Das war richtig gerickt. Und ich war halt einfach besser. Das stimmt halt. Nee, das guck stimmt nicht. Ich hab Tommy irgendwie 10-mal am Boden gesehen. Mein Kopf ist halt die größte, der braucht halt mehr Treffer. Er lehnt sich. Es gibt den Superstart. Ja, es gibt den Superstart. Alter. Oh Mann. Das war's. Ich spamme so hart. Ja, ich auch, aber ich hab so viel mehr. Sauber. Müsst ihr viel mehr belohnen, wenn man genau die Pinken trifft. Naja, aber wir haben Tischtennis gewonnen, Palu. Wir haben Tischtennis gewonnen. Das ist das Einzige, was zählt. Meine Damen und Herren, das war's mit den Olympischen Freedom Squad Spielen in Tokio. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Schaut unbedingt bei Zommel, Mordado und German Let's Play vorbei. Alle drei sind ganz oben in der Videobeschreibung verlinkt. Habt alle noch einen traumhaften Tag. Vielen Dank fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.